Moin Leute, extrem müder Nilo ist am Start. Ich würde sagen, wir starten rein und vernichten unser Punisher-Rang. So, bitte wenig Rileys und bisschen weniger Raccoonies. Ja, das ist okay. Nimm Vanessa, dann weiß ich vielleicht, dass du wenigstens keine Riley-Raccoonie-Shit spielen sollst. Wie jeder Bappo. Achso, du spielst das. Ja, auch nicht besser. Durch Fang durchzukommen wird schwer, aber durch den Rest... Ich muss mal gucken, dass ich mehr so auf Speed-HP-Death baue. Ich glaube, da muss ich echt mal gucken. Ja, ich glaube, das wird the way to go sein. So, irgendwann mal. Entweder gehen wir mehr auf Impact oder wir gehen auf Reset. Und ich glaube, ich gehe auf Reset, weil ich will Dieter bannen. Ja. Aber dafür haben wir jetzt keinen Resetter mehr. Ob das so gut ist? Nein, ist nicht gut. Das ist ein Lose, kann ich jetzt schon sagen. Ach ja, das kann ich jetzt schon sagen. Der einzige Vorteil ist, dass der... Ja, doch, der hat ein Passiv-Heal mit der da. Aber Sonya, ich weiß nicht, ich kann Sonyas nicht einschätzen. Das nervt mich irgendwie. Hä? Okay, das nervt... Also irgendwie nervt mich das. Dass ich Sonyas nicht einschätzen kann. Ich habe zwar einen Deathbreak hier. Das ist der einzige Grund, warum ich den habe. Oder möchte. Haben möchte. Stun. LOL. Stun. Leute. Oh. Stun. Oh. Stunts sind am Start. Die Stunts sind am Start. Sie will loben. Wird man mich loben oder so? Nee. Chillen wir eine Runde. Oh, die Squish. Das ist mein Vorteil. Oh, Deathbreak ist drauf. Das ist mein Vorteil. Wenn sie prockt, dann sind wir dead. Oh. Oh, machen wir ein bisschen Schaden. Das war so... Immer dieser aus Deathbreak rausprocki Kacke, ey. Ach, Mann. Ich brauche zwei Deathbreaker. Ich brauche einen schnellen und einen langsamen Deathbreaker. Ja, habe ich ja in der Regel. In der Regel habe ich ja einen. Können wir ihn stunnen? Schon. In der Regel habe ich ja sogar einen. Das Problem ist, Kacke. Achso, jetzt weiß ich auch, warum sie das gemacht hat. Ralle ich jetzt erst. Außer er prockt, dann ist sie dead. Hä? Okay, jetzt weiß ich, warum sie das gemacht hat. Damit sie jetzt, wenn sie diesen Swirbel macht, genau, dass sie jetzt halt alles hat. Stuns, die Stars. Ich hätte auch Juno picken können, aber Juno ist irgendwie langweilig. Okay, ja, das ist okay, das ist fine. Das, oh. Stun, nochmal, komm, Ogre. Ah. Jetzt der Panda dead. Aber er hat einen Glancing. Er hat einen Glancing. Hey, spiel, er hat einen Glancing, okay? Look at that Glancing da, der rote Fleck da mit dem Pfeil und den Sternchen. Ja, ich sehe einen Glancing, sehe ich, ey. Guckt euch mal den Glancing an. Holy shit, habt ihr das gesehen? Wow. Okay, jetzt holt die, macht er das. Das finde ich nicht so nett, muss ich an der Stelle sagen. Oh, hat ihn rausgeholt. Finde ich doch nett. Danke. Okay. Kriegen wir jetzt mal einen Stun. Hey, Gang. Danke. Deathbreak hier. Optimal Prime, Alter. Kill it. Oh, Leute, ich hätte sie sogar gekillt. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Hey, cool. Also, der Ogre ist bei so übelst broken, ne? Wollte ich nur nochmal ansprechen. Also, der Ogre, der, wenn man den gut... Wenn man den enorm gut baut, relativ tanky, mit einem guten Speed auf Vio am besten, ist schon geil. Am besten wäre noch High Res. Ich werde es bereuen, aber ich brauche noch ein Heavy Impact Monster. Und wir nehmen die, weil sie ist nicht auf... Also sie ist auf... Oh mein Gott. What's this? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Achso, der Ogre. Ja, der ist ziemlich stark. Auch wenn wir den jetzt hier nicht sehen, aber hier passt er jetzt nicht so ganz rein. Also schon an sich, schon. Wegen, sie da. Ne? Da passt es schon ganz gut rein. Aber ja. Und die landet den Fluch. Sehr schön. Jetzt müssen wir die aber ganz schnell killen. Aber ganz schnell, ey. Oh, what? Der macht nicht das. Okay, hätte ich mit gerechnet. Oh, ganz schnell killen hier die Alte. Wer ist dran? Oh, Raccoonie, Alter. Ich hasse dieses Vieh. Was haben die denn alle wieder mit Raccoonie-Miles-Kacke? Das Ding ist, wenn ich das mache, geht trotzdem das Dings, glaube ich. Deswegen mache ich auch mal ein Schild. Ich kann eh nichts killen damit. Daher, egal. Nee. Stun. Schade. Kriegen wir die Ablenkzeit? Nope. Ist egal, weil der Raccoonie dazwischen mogelt. Wir können ein bisschen Schaden mit dem hier machen, wenn wir wollen. Müssen wir aber eigentlich... Also ich muss die Villa eigentlich nicht machen. Ich muss nur in die Villa einmal gehen, um
die mehr Schaden rauszuholen. So, die ist dead, aber die kommt die wieder eigentlich? Durch Vanessa? Ja, oder? Ja, die kommt wieder, okay. Ah, nee, kommt sie nicht. Ah, guck mal. Ja, weiß ich gar nicht. Aber Dormann ist doch ziemlich stark, wenn sie trifft. Dafür muss sie aber halt treffen. Das ist so... Das ist immer so der Nachteil an der Geschichte. Aber das ist eh ein Ripp. So viel Schaden kriege ich nicht mehr auf. Ob der einen Hahn hat? Na, ich weiß ja nicht. Was ich noch sagen wollte, also das ist es ja, ne? Bis auf Parterre und vielleicht Chromer wäre noch ganz gut gewesen jetzt gegen Dauman. Habe ich die LD-Netfives, die ich besitze hier mit Serato. Serato ist ein reines Siege-Unit. Das hier ist ein Dungeon-Unit, der Dude hier. Den kannst du im Dungeon vielleicht benutzen mal. Und Gianna ist generell richtig garbage geworden. Also da gibt's das Sima. Ich sag's wie. Sima ist einfach besser. Ja, Sima ist da einfach das bessere Monster. Ich muss ganz ehrlich, vor denen habe ich nicht so ganz viel Angst. Sie schon. Und Riley ist einfach nur mega nervig, Alter. Ich meine, den würde ich vielleicht relativ schnell wegkriegen, aber wenn sie den ganze Zeit wiederholt, also das wird sie auch so machen. Wenn ich sie banne, werde. Okay. Ich weiß nicht. Ich kann den bannen, dass der Damage, aber der heilt die ganze Zeit. Ich habe nur ein Stribor. Na, und Solus Stribor. Wenn wir die bannen. Den kriegen wir vielleicht schnell weg. Ich mach mal so. Okay. Der bann mir den Stribor. Hätte ich mal die Riley gebannt. Ob das jetzt so gut gewesen ist. Es kommt drauf an, wegen Deathbreaks und so, ne? Ich muss halt alles gut, ein bisschen gut timen. Ist der schneller? Ich weiß nicht, ob der schneller ist, der Oliver. Ich versuch's erstmal hier. Okay, sehr gut. Ist aber auch nicht der, wie heißt's? Würde ich sagen. Okay, Parterre ist vorher dran. Das ist fein. Das heben wir uns auf. Vielleicht kriegen wir Uplink-Zeit. Schade. Weil der hat auch keinen Stribber, ne? Der auch, also ein Solo-Stribber hier, der daher. Der kann mal ein bisschen, ja, sowas kann er halt machen. Silence halt zwei Runden. Aber ist nicht schlimm wegen dem hier. Wenn sie weniger Life hat, der glänzt ja ein bisschen. Nur das Problem ist nur, dass sie schneller ist. Aber sie kann nicht proggen. Na, also immer Vorteil, Nachteil, ne? So, dies, das. Okay. Und Stun. Okay. Ein Proc. Stun. Nice. Okay. Hat der irgendwas geclanced von der? Nee, ne, ich glaube, da war der eher drauf. Okay. Deathbreak, Gegenangriff. Cutteten jetzt alle davor? Also auch die Riley? Ich hoffe nicht. Riley darf nicht cutten noch zwischen. Ah, doch, oh mein Gott. Aber hat sie es gemacht? Hat die den dritten gemacht? Nee, die hat den vierten gemacht oder so, ne? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ja, und... Oh, sie ist nicht ready. Das ist der Grund, warum ich dieses Kackvieh hasse, Alter. Das ist so eine Lachnummer. Rileys, ey. Ich krieg mal einen Proc. All of you hier, außer die da. Stun. Okay. Ich hasse dieses Grinsebacken. Yeah. Mein Gott, hasse ich sie. Das ist der Wahnsinn. Ich verstehe sein Team hier, ne? Mit Smicer und Werde und so. Ist jetzt nichts Spannendes. Aber es ist schon hart nervig, ey. Ach ja. Er ist da noch dran. Parterre. Parterre ist aber nicht ready. Und ich krieg keinen Proc. Mann. Och, Mann. Und jetzt so Oliver zieht 5 Runden, Alter. Ich sag's, wie es ist, ey. Nee, doch nicht. Hätte ich ja jetzt mit gerechnet. Ach ja. Der ist dran. Der, okay. Ja, okay. Cool, cool. Ja. Starke Kiste. Und der trifft sogar. Wow. So, jetzt die Ready mit irgendeinem Heal-Shit. Ah, ich liebe Rileys. Ach, ich liebe Rileys. Sind so lustig. Kannst du jetzt auch mal procken, Parterre? Ach ja, wenn das Spiel gegen einen ist, ne? Wenn das Spiel halt gegen einen ist, dann ist das halt so, ne? Habe ich einmal geprockt hier? Ja, Vanessa einmal, glaube ich. Wow, cool. Stark. Und ja. Ach ja, O'Reillys prockt einfach 10-mal, ey. Jede zweite Runde prockt das Kackvieh, ey.
Ach ja. Und jetzt krieg ich ein Silence, ey. Ja. Ach ja, ist schon geil, ey. Ich weiß nicht, wie ich die ruhen soll am besten. Schnell ist nicht gut, zu langsam ist nicht gut. Parterre braucht 2 Runden. Wenn man, also in der Bärform macht er halt ein bisschen mehr Schaden. Ne, das ist halt das Ding. Deswegen halt unter anderem, ne? Ist halt schwierig. Der hat keine Buffs, das ist schon mal gut. Dann können wir das schon mal machen. Okay, das ist fein. Geht wahrscheinlich auf Parterre. Oder überlegt sich halt noch. Ja, 15 Rest. Können wir da einen Speedbuff nehmen? Cool, danke. Die ist squishy, holy shit. Die ist echt squishy. Hier warten wir noch eine Runde, bis der Bär jetzt gleich mal in der Form hier ist. Genau. Und dann gehen wir erst auf den Feuermonkey, sehr wahrscheinlich. Also ich versuche ihn wegzuklatschen. Könnten hier auch ein bisschen penetrieren. War klar, dass du jetzt die Stunts. Kriegen wir hier einen Stun? Schau. Die. Ich weiß gar nicht, ist die ready? Ja, das ist mir egal. Genau deswegen. Das ist jetzt doof. Jetzt komme ich vorher dran. Okay. Der darf nicht proggen, aber der proggt sowieso. Kennen wir doch. Wissen wir doch. Das wissen wir doch. Dass der jetzt sowieso gleich rausproggt. Boop. Aus dem Death Break. Immer so. Außer wir kriegen einen kleinen Pushy. Okay. Aktivierungsrate like God wieder. Man kennt's. Der prockt eh raus. Warum spiele ich überhaupt mit dem Deathbreak, Leute? Ach ja, warum spiele ich überhaupt mit dem Deathbreak, ey? Ach ja. Immer dasselbe. Ist doch immer dasselbe. Ach ja. Oh, heute ist kein guter Tag. Aber ich muss heute viel aufnehmen. Das ist der letzte Tag vor Wochenende. Wochenende kann ich nie aufnehmen. Nee, ist aber kein guter Tag zum Spielen heute. Nee, RNG ist nicht auf meiner Seite. Keine Procs. Stun andauernd, gehen andauernd aus den Dings raus. Der Proc nicht. Da passiert nichts. Das ist nicht cool, nee. Kein guter Tag. Nichts, gar kein Proc, gar nichts, ne? Wow. Deathbreak rausprocken vom Gegner andauernd. Ja, ist schon cool. Ich krieg einfach keine Procs, Alter. Ha. Ja. Nee, ist nicht gut. So macht's halt auch keinen Spaß. Aber gut, okay. Dann bin ich durch. Ich bin eigentlich fürs Schauen, Leute. Und rein.